Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die nationalchinesische Inselrepublik Taiwan wird keine Kriegsschiffe aus Deutschland erhalten. Der beantragte Bau von 2 U-Booten wurde heute nicht genehmigt. Die Werftindustrie reagierte enttäuscht, hatte sie sich doch weitere Aufträge und ein Gesamtgeschäft mit Taiwan über die Lieferung von 10 U-Booten und 10 Fregatten erhofft. Aus Bonn ein Bericht von Marcel Pott. 2 U-Boote wollte die deutsche Werftindustrie für Taiwan bauen. Daraus wird nichts, denn die Bundesregierung hat diese Rüstungslieferung heute erwartungsgemäß abgelehnt. Das Taiwan-Geschäft scheiterte in erster Linie am Auswärtigen Amt, das seine eigenen Vorstellungen über Waffenexporte hat. Erstens die politische, moralische. Das Rüstungsgeschäft ist nun wirklich nicht mehr in Einklang zu bringen mit den Exportrichtlinien der Bundesregierung für Rüstungsgeschäfte. Zweitens eine politische. Wir verfolgen nun unstreitig in der Bundesregierung eine Ein-China-Politik. Diese muss konsequent und logisch bleiben. Und drittens, nicht zu vergessen und auch wichtig, der wirtschaftliche Aspekt. Um diesen geht es natürlich auch der deutschen Werftindustrie. Die Betriebe in Norddeutschland verlieren aufgrund der Bonner Entscheidung ein Auftragsvolumen von rund 1 Milliarde Mark. Die vom Schiffbau abhängige Industrie der Küstenregion und auch die betroffene Werft zeigten sich deshalb enttäuscht. So ein Auftrag läuft einem nur alle 20 Jahre mal über den Weg. Und insgesamt bedeutet das, dass rund 150 Millionen Fertigungsstunden in Deutschland nicht geleistet werden. Das wäre umgerechnet in Arbeitsstunden pro Mann und Jahr 100.000 Mann für ein Jahr volle Beschäftigung. Außenminister Kinkel hat sich also mit seiner Linie durchgesetzt. Dabei wird ihm geholfen haben, dass Taiwan nur 2 U-Boote kaufen wollte und nicht 10, wie ursprünglich behauptet worden war. Bonn unterhält keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan. Das Rüstungsgeschäft mit dem verfeindeten Bruder der Volksrepublik China aber hätte das deutsche Verhältnis zu Peking stark belastet und wäre, wie man hört, langfristig zum Schaden der deutschen Industrie gewesen, die sich gute Geschäfte in Rotchina verspricht. Die Gefechte in der serbisch besetzten Region Krajina in Kroatien drohen sich immer mehr zu einem neuen Krieg auszuweiten. Seit heute Morgen wird an einer zweiten Front in der Nähe von Sinj gekämpft. Dort haben die kroatischen Truppen nach eigenen Angaben am Abend den Peruča-Staudamm eingenommen. Abziehende Serben sollen aber mehrere Minen gezündet haben, sodass der Damm zu brechen drohe. Über die Situation in der Krajina ein Bericht von Detlef Kleinert. Der Peruča-Staudamm nördlich von Split, seit heute eine neue Frontlinie. Hier Archivbilder. Kroaten und Serben beschuldigen sich gegenseitig, die Staumauern zu bombardieren und damit eine Umweltkatastrophe für die gesamte Region hervorrufen zu wollen. Seit dem 14. September vorigen Jahres stand der Damm unter UN-Kontrolle. Zuvor hatten ihn serbische Extremisten in ihre Gewalt gebracht und vermint. Unterdessen gingen auch im Hinterland von Zadar die Kämpfe weiter. Nachdem Škabrnje in der Nähe des Flughafens gestern von den Krajina-Serben zurückerobert worden war, griffen kroatische Verbände diesen strategisch wichtigen Punkt heute erneut an und brachten ihn wieder in ihre Gewalt. Ja, bestätigt dieser Soldat einer kroatischen Spezialeinheit. Wir haben Škabrnje zurück und wir werden hier auch bleiben. Wir wissen, was die uns angetan haben, und deshalb wird Škabrnje niemals wieder in serbische Hände fallen. Der Soldat meint damit ein Massaker im November 1991, dem 140 Kroaten zum Opfer fielen. UN-General Nambia appelliert trotzdem an die Vernunft auf beiden Seiten. Die Tragödie ist, wenn die Kämpfe vorbei sein werden, wird es viele Tote und große Bitternis geben. Aber die Menschen sollten doch wissen, dass sie zusammen leben und ihre Zukunft zusammen aufbauen müssen. Die neue Wache in Berlin wird nach dem Willen der Bundesregierung bis 1993 zur zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland ausgebaut. Berlin-Mitte unter den Linden. Die neue Wache gilt als ein Schmuckstück des Klassizismus. Sie wurde 1818 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel vollendet. Der jetzt beschlossene Umbau zur nationalen Gedenkstätte soll das Äußere unverändert lassen.
Die neue Wache war 1931 im Auftrag des Landes Preußen umgestaltet worden. Der Architekt Heinrich Tessenow schuf den Innenraum als Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Nach seinen Plänen soll der Innenraum jetzt erneuert werden. Die DDR ließ einmal in der Woche und zu wichtigen Staatsfeiertagen das Wachregiment im Stechschritt vor der neuen Wache aufziehen. Nach der Umgestaltung soll die Gedenkstätte den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gewidmet sein. Die DDR hatte die Inschrift gewählt, den Opfern des Faschismus und Militarismus. Die größte Veränderung in der neuen Wache wird diese Skulptur von Käthe Kollwitz sein, mit dem Titel »Mutter mit totem Sohn«. Das Original, 40 cm hoch, steht im Berliner Kollwitz-Museum. Eine vergrößerte Version der Skulptur wird dann in der neuen Wache an die Toten der Kriege erinnern.